liebe Filmfreunde, hier ist euer Vorhiesen80 mit dem Update-Video für August 2022 und ich hoffe, euch geht es allen gut da draußen. Ja, August war ja mein Jahresurlaub, kann man sagen. 3 Wochen war ich da nicht auf der Arbeit. Es war so wunderschön und da waren wir auch eine Woche ja auch bei der Nordsee oben. Auch das war wirklich ein sehr schönes Erlebnis. Ich hatte am Anfang eigentlich wirklich keine Lust, Urlaub zu fahren, aber danach wollte ich eigentlich nicht mehr zurück. Die Wattwanderungen, die Seehunde, ist so einfach echt überragend schön da oben und auch der Emma ist extrem gut gefallen. Natürlich Muscheln sammeln, Krebse sammeln, genau ihr Ding. Und ja, wer immer mehr wissen möchte über unseren Nordseeurlaub, da könnt ihr gerne mal die Kalenderwoche Nummer 32 angucken von meinem Filmtagebuch bzw. Urlaubstagebuch, denn da berichte ich ausführlich, worum wir überall waren bei der Nordsee. Und ja, Update August, wenn man es rüber guckt, es ist wieder einiges geworden. Und auf einen Film habe ich mich schon lange drauf gefreut, wieder, obwohl ich ihn eigentlich nicht so gut fand im Kino. Aber jetzt auch zu Hause, muss ich sagen, man kann ihn sich auf jeden Fall schön gucken. Was es für ein Film ist, das erfahrt ihr im Laufe des Videos. Und wir starten mal durch mit dem 1. August. Da habe ich mal ein paar Emirates geholt. Einmal von Paramount habe ich bekommen hier Harlem Nights, ein Eddie Murphy Film. Eigentlich eine Komödie, kann man sagen, aber geht doch in eine ganz andere Richtung. Und da könnt ihr auch gerne mal die Review dazu angucken über diesen Film und mal gucken, wie ihr diesen Film so findet. Der nächste Film ist, da habe ich mir ein bisschen nachgeforscht, ein paar so ja, Musikbiografien wieder gesucht. Hat auch einige gefunden auch. Und dann war natürlich auch hier mit Jamie Foxx, Ray von Ray Charles, eine kleine Autobiografie als Filmgeschichte auch hier. Und habe ich schon lange Zeit nicht mehr gesehen, ist original verpackt, denn diese Filme werden jetzt mal in einer Woche mal komplett durchgesucht, eben wenn eben auch noch ja, Elvis Presley rauskommt und dann werde ich mir mal die kompletten ja, Musikbiografien angucken von den verschiedenen ja, Bandmitgliedern. Das ist zum Beispiel hier zum Beispiel Ray von Ray Charles, dann haben wir hier einmal hier die Beach Boys Love and Mercy mit John Cusack, Paul Dano, Elizabeth Banks und Paul Giamatti. Den Film noch nicht gesehen, auch der wurde mir auch hier im Wärmsten empfohlen bei diesen ja, Musikbiografien und auf den bin ich auch schon sehr, sehr gespannt. Der beste Musikfilm der letzten Jahre, der Film ist schon ein bisschen älter aus dem Jahre 2015, aber auch da bin ich schon mal sehr gespannt. Dann der nächste Film ist hier eine kleine Biografie über John Lennon, Nowhere Boy, die Geschichte des jungen John Lennon und das Ganze sieht jetzt so aus. Und der Film ist aus dem Jahre 2011, also ein bisschen älter noch. Auch der wurde mir auch empfohlen, auch im Netz. Also mal gucken, wie mir auch dieser gefallen wird. Und dann geht es weiter mit einem kleinen Päckchen von Infinity Pictures. Und zwar mit dem deutschen Film Flashback Mörderische Ferien. Auch den Film angeguckt, auch schon durchgelesen. Auch da könnt ihr gerne mal die kompletten Kalenderwoche angucken von mir, denn die habe ich auf jeden Fall auch in der letzten Woche auch angeguckt in den Film und hat mir auch sehr gut gefallen. Wir haben hier eben das KVA-Motiv, was natürlich mir am besten gefällt, mit einem Ralf Krause-Motiv und da kann man bei mir eigentlich nichts verkehrt machen. Auch ein sehr schickes Mediabook, wie ich finde, von Infinity Pictures. So, dann geht es weiter dann mit einem kleinen Päckchen von Amazon mit dem Film Uncharted mit Tom Holland und Mike Wahlberg in der Hauptrolle. Hier eben die Spielverfilmung zu Uncharted. Muss gestehen, hat mir jetzt leider nicht ganz so überzeugt. Haben erst vor kurzem angeguckt. Kommt auf jeden Fall in der Kalenderwoche Nummer 35 jetzt drin vor. Und warum das so ist, auch das erfahrt ihr dann in diesem Video. Das Steelbook ist auch leider nicht überragend schönes. Muss ich gestehen, auch hier eben allein das Motiv wirkt alles sehr CGI bzw. auch Photoshop-lastig. Da hätte ich mir eigentlich schon fast eher das ganz normale Kinoplakat gewünscht, als das zusammengeschusterte Motiv auf diesem Steelbook. So, weiter geht es dann mit einem kleinen weiteren Päckchen noch von Paramount Pictures, Home Entertainment und zwar einmal hier haben wir Duell, Enemy at the Gates. Den Film habe ich lange Zeit noch nicht gesehen, habe ihn noch nicht geschafft anzugucken, davon wird es auch eine Review noch geben. Großer Kritikpunkt habe ich schon gelesen, dass eben hier nur eine, ja, 2.0 Tonspur drauf ist und auf der DVD sogar eine bessere Tonspur drauf ist als auf der Blu-ray. Ja, sehr ärgerlich. Ich für meinen Teil, ich habe jetzt dazu ganz unbedingt so extrem schlimm mit den ganzen Tonformaten, einfach aus dem Grund, ich kann ihn jetzt lang auftreten, von daher ist es auch in Ordnung. Aber der Film wird auch demnächst geguckt und könnte auch mit in der Kalenderwoche Nummer 35 mit besprochen werden oder auch es gibt dazu auch eine eigene Review zu diesem Film. So, nächster Film auch von Paramount Pictures und zwar Eddie Murphy in Boomerang.
Auch davon gibt es auch eine Review von dem Film, auch die angeguckt, hat mir sehr gut gefallen. Und wie mir der Film wirklich gefallen hat, was für Hintergrundinformationen über den Film noch gibt, da am besten mal die Review angucken zu Boomerang. So, weiter geht's dann mit einem kleinen Päckchen von Retro Gold 63 und da war auch schon die neueste Veröffentlichung enthalten, nämlich Detox mit Sylvester Stallone in der Hauptrolle Im Auge der Angst. Auch dieser Film finde ich wirklich immer wieder spannend, auch sehr gut, auch wirklich sehr gut inszeniert worden. Also viele mögen diesen Film nicht, ich mag ihn wirklich sehr. Habe einige coole Kills dabei und natürlich auch hier ein sehr schickes Mediabook, auch komplett durchgelesen. Auch da einfach in den Kalenderwochen mal nachgucken, denn den Film habe ich auch eben in den letzten 4 Wochen eben angesehen. So, jetzt kommen wir zu einem Film von Koch Media, der lag eben aus, nachdem ich dann vom Urlaub zurückkam. Dachte, okay, komm, das mache ich jetzt gleich mal und versuche auch den Film gleich anzugucken mit meiner lieben Frau. Klang wirklich extrem spannend. Doch leider war das nicht der Fall, denn wir haben hier eben das Versteck mit Tysa Farmiga und hier Michael C. Hall. Und ja, das Versteck. Puh, was soll ich sagen, dieser Film, wow. Ich habe da wirklich mich 2 Stunden lang wirklich extrem gelangweilt bei dem Film. Also hier düsterer und einfallsreicher Psychothriller kann ich hier absolut nicht unterschreiben. Ich fand diesen Film einfach nur absolut langweilig. Das Ende war absolut bekloppt. Und so viele verschiedene Handlungsstränge dabei, wo einfach überhaupt nichts zusammenpasst. Aber dafür, die Kameraführung von dem Film ist wirklich überragend. Ist, kann man fast sagen, ein obligatorischer Arthouse-Film. Und wird auch demnächst mal verlost, denn diesen Film werde ich mir nie wieder angucken. Trotz alledem vielen Dank an Kochfilms. Aber wie gesagt, nein, das ist einfach nicht mein Film gewesen, der mir gefallen hat. So, dann bekam ich ein kleines Päckchen von Busch Media Group mit den neuesten Mediabooks hier, und zwar die wunderbaren neuen koreanischen Filme. Einmal hier ist der Phone, das Mediabook. Ich habe den Film noch nicht gesehen, wird aber auch demnächst passieren. Und auch noch der Film Believer mit diesem schicken Artwork hier in der 4K Ultra HD Version. Und dann noch Missing You und alle 3 Mediabooks. Da bin ich total gespannt. Diese 3 Filme werden auch demnächst noch geguckt in einer südkoreanischen Filmwoche. Mal gucken, wie die mir gefallen werden. Aber ich denke mal, da kann man fast nichts verkehrt machen mit koreanischen Thrillern. Die machen einfach extrem gute Unterhaltung. Und auch da bin ich schon mal sehr, sehr gespannt. So, dann war ich mal bei unserem Medienmarkt unterwegs und habe mir da das Mediabook mitgenommen zu Schlacht um Midway. Ein Film, den ich schon lange in meiner Sammlung haben wollte, aber ich mir immer noch nicht geholt habe, eben wegen einer MRA. Aber jetzt hier hat eben Handelssound ein sehr, sehr schickes Mediabook rausgebracht. Ein sehr hochwertiges Mediabook, wo auch sehr stabil gebaut ist. Auch von der Aufmachung her gefällt mir dieses Mediabook hier wirklich sehr gut. Und auf den Film auch noch nicht gesehen, wird auch demnächst auch angeguckt. Und mal sehen, wie mir dieser Film auch gefallen wird. Mit Charlton Heston, auch da kann man nichts verkehrt machen. Ich liebe Charlton Heston und auch einer von den ganz großen Darstellern von damals. So, dann bekam ich ein kleines Päckchen nochmal von Paramount Home Entertainment. Und da war das neueste Steelbook enthalten zu Sonic the Hedgehog 2. In einem wirklich absolut schicken Steelbook. Also hier muss man wirklich sagen, da haben sie wirklich alles richtig gemacht. Einziger Kritikpunkt, es fehlt eine Prägung, aber ansonsten haben wir wirklich ein extrem sehr, sehr schönes Steelbook mit einem Glasitschuber außenrum noch und auch einem kompletten, wunderschön designten Steelbook. Wie gesagt, Kritikpunkt ist eigentlich hier nur keine Prägung vorhanden, ansonsten eigentlich wirklich ein extrem schönes Steelbook, und wer so bekommen sollte, der schlagt ganz schnell zu. So, weiter geht's dann mit dem nächsten Veröffentlichung von Paramount, und zwar Event Horizon haben wir eben von MediaMarkt geholt, und da war ich von der Edition ein bisschen schwer enttäuscht, vor allem auch für den Preis, wo ich es gekauft habe, war hier wirklich doch extrem hoch. Die 4K-Version von dem Film ist wirklich sehr, sehr stark und kommt noch mal etwas düsterer hervor, aber dafür, das Steelbook ist ganz okay, aber die Goodies, die mit dabei sind, also fand ich ein bisschen sehr schwach. Außerdem noch diesen Schuber, den man hier sieht, war auch sehr billig verarbeitet. Da könnt ihr auch gerne mal reingucken in das Unboxing wieder zu Event Horizon. Also hier war ich wirklich schon sehr, sehr enttäuscht von dieser Box. Aber der Film ist natürlich immer wieder ein Kultfilm und kann man sich immer wieder gerne mal angucken. So, weiter geht es dann mit einem kleinen Päckchen von K-Light Pictures. Auch da waren einige Mediabooks enthalten. Und zu einem hier Phase 4, ein Film von Saul Bass.
Film hat auch schon gesichtet, auch das wird demnächst in der nächsten Kalenderwoche auch besprochen im Film. Muss gestehen, war das leider nicht ganz so mein Geschmack. Geht auch recht kurz, nur 84 Minuten, aber war es nicht unbedingt so dramatisch, denn er hat sich doch ein bisschen gezogen. Aber wie gesagt, dazu mehr in der nächsten Kalenderwoche Nummer 35. So, auch ein Film angeguckt, und zwar X. Ein Film wie Texas Chainsaw Massacre, der jetzt demnächst ja veröffentlicht wird von K-Blade Pictures und ist schon veröffentlicht worden. Und da, was soll ich sagen, dieser Film hat mir dann doch ganz gut gefallen. Auch der Schluss war richtig spannend. Auch da wird es auch mehr in der Information gehen bei der nächsten Kalenderwoche. Also auf jeden Fall auch hier, X wurde auch schon angesehen. So, und dann habe ich meinen allerersten richtigen Jean-Claude Van Damme-Film bekommen, nämlich, und zwar ein mit stillender Faust. Mit diesem schicken Mediabook von K-Blade Pictures. Und ja, was soll ich sagen? Der Film hat mir richtig gut gefallen. Habe ich nicht so erwartet, denn ich bin jetzt wirklich echt kein großer Freund von Jean-Claude Van Damme. Aber der war sauspannend, hat richtig gut gefallen. Coole Fights dabei. Und natürlich auch einen extrem gut durchtrainierten Buddy, auf jeden Fall, kann man hier sagen, wie man hinten drauf schon sieht. Und ja, muss sagen, sehr, sehr schönes Mediabook mit ein paar kleinen Mankos. So, dann bekam ich ein Päckchen von Nameless Media, und da sind eben die neuesten veröffentlichten Hallen gewesen, die jetzt veröffentlicht werden am 2.9., nämlich einmal White und einmal den Film Triggered, auch alle beide schon angeguckt, auch davon gibt es auch jeweils ein Voorhees, schaut an, Video, also hier können wir euch informieren, ob der Film was für euch sein könnte oder auch nicht, also von beiden Filmen meine ich jetzt, und trotz alledem, die Mediabooks sind extremst schick und gefallen mir auch richtig gut. Und wie gesagt, wie mir die Filme gefallen, auch das werdet ihr auch, könnt ihr auch schon mal nachgucken auf meinem Kanal, wie Triggered und auch White mir gefallen hat. So, viel schon mal dazu. Weiter geht's dann mit der Veröffentlichung eigentlich für mich August, was mich am meisten darauf gefreut habe. Aber da wurde mir ein bisschen ein Strich durch die Rechnung gezogen, einfach aus dem Grund, meine Steelbooks wurden storniert. Und auch, das war nicht der einzige, viele anderen auch eine Stornierung bekommen, und zwar von Jurassic World Dominion oder auch das ein neues Zeitalter, einmal das Blue Steelbook, einmal das Logo-Line Steelbook. Und ja, was soll ich sagen, ich bekam dann doch noch einmal auf Blu-ray, einmal auf 4K Ultra HD, dank den lieben Steffen. Nochmal hier vielen herzlichen Dank, und ich habe hier auch schon eine Unboxing wieder gezeigt. Einmal hier eben das Blu-ray Steelbook, einmal hier die 4K Ultra HD Steelbook, bleibt noch geschlossen aus dem Grund, weil ich mir den Film auch nochmal in 4K geholt habe vorher. Und dann haben wir einmal hier die Blu-Version, einmal hier mit der 4K Ultra HD Blu und einmal hier mit der Blu-Ray-Version. Und dann gibt es hier noch dann die Extended-Fassung von Jurassic World, ein neues Zeitalter. Auch da bitte mal das Video angucken, denn da gehe ich ausführlich auf das, den Disc auch ein, auf das ganze Bonusmaterial, auf die veränderten Szenen von dem Film. Also auch hier mal ein Blick riskieren in das Unboxing-Video der zwei Steelbooks. Ihr bekommt auch alle Informationen über jede Edition, die von dem Film kommen wird oder gekommen ist. Also auch mal reingucken bei dem Video zu Jurassic World Dominion. So, und dann am letzten Tag, oder zumindest fast am letzten Tag, am 26. August, kam dann auch noch dann die nächste Single raus von Rammstein, nämlich Angst. Wer hat Angst vom schwarzen Mann? Einmal hier die CD und einmal hier die Vinylplatte. Bleibt eingepackt, einfach aus dem Grund, ich habe die CD ja schon da, aber als Rammstein-Vervollständiger, auch das muss natürlich auch noch in meine Sammlung rein. Und heute noch am 31. August bekam ich noch vom lieben Ike, von Ike Media noch das letzte Paket im August, und da waren die neuesten Veröffentlichungen dabei. Einmal hier der Film House on Haunted Hill in der KVA-Variation, davon kommt auch demnächst noch ein Unboxing-Video, und dann noch die wunderschönen Boxen zu Final Destination in der Megabook-Version. Und ich muss echt sagen, das Cover-Artwork ist hier wirklich einfach nur genial. Wirklich genial. Und noch dazu noch dann die Schuber-Edition von Final Destination mit den jeweiligen einzelnen Mediabooks hier noch vorhanden. Und auch davon gibt es noch ein gemeinsames Unboxing dann im Laufe der Woche noch. Und das war auch sozusagen mein letztes Päckchen, was ich im August bekommen habe, nämlich heute am 31. August kam es auch schon. Und ja, das war mein komplettes Update vom August. Und jetzt seid ihr gefragt, was habt ihr alles geholt im August? Schreibt in die Kommentare rein. Und welche Edition ist für euch denn das Highlight
im August gewesen. Ja, das war's von mir. Bleibt bis dahin schön gesund. Tschüss mit Ö und...